Das Wichtigste ist, wir haben eine ganze Reihe von Möglichkeiten, Pflanzen anzubauen auf Böden, die wir nicht für die Nahrungs- und Futtermittelproduktion benutzen können, aus verschiedensten Gründen. Genau diese Flächen stehen also nicht in Konkurrenz. Denn es muss so sein, dass die Nahrungsmittel- und Ernährungssicherheit Vorrang hat vor anderen Ansprüchen. Die Pflanzen, um die es da geht, sind andere Pflanzen. Die sind nicht so einfach zu kriegen und es bedeutet ein anderes Geschäft. Also es ist nicht so einfach, es zu machen, aber es funktioniert grundsätzlich und deswegen ist es wichtig, auf diese Möglichkeit zu setzen. Die schaffen auch Einkommen und sie sind vom Klima, von der Klimabilanz her sehr viel besser. Klingt ja ganz einfach, aber trotzdem scheint es ja nicht so richtig zu funktionieren. Woran liegt das? Es ist einerseits nicht das Gewohnte, was man macht. Zum anderen hat es bisher im großen Stil noch niemand gemacht. Ich bin Wissenschaftler, deswegen bin ich für Experimente. Man sollte es wirklich probieren. Und wir wissen heute schon, dass es eine ganze Reihe von Pflanzen gibt, die mit Trockenheit gut umgehen können und aus denen können wir Energie gewinnen. Es sind aber nicht die Pflanzen, die heute benutzt werden, um Kraftstoffe zu machen. Und wie Sie wissen, ist es überall nicht so einfach, die Sachen zu ändern. Es dauert manchmal sehr lange, bis sich eine Erkenntnis durchsetzt. Beispiel Deutschland, E10, eine sehr emotionale Debatte in Deutschland, in den Medien. Machen da die Medien irgendwas falsch? Nun, zum einen muss man sagen, dass die E10-Diskussion in Deutschland eine sehr spezifische war. Die hat etwas mit den Einstellungen der Deutschen zum Automobil zu tun, die eine sehr spezifische ist. In Frankreich haben wir schon E10 und es gab die Diskussion nicht, obwohl wir ein Drittel der Fahrzeuge, die dort fahren, auch bei uns fahren. Also von daher ist es ein bisschen mehr die Fahrzeugseite gewesen als der Biokraftstoff. Es hätte auch ein anderes Additiv sein können, das ein Problem gewesen wäre. Aber natürlich haben die Medien insoweit ein Problem daraus gemacht, als sie nicht richtig gefüttert wurden. Die Inputs, sowohl von der Regierungsseite, die das ja wollte, als auch von verschiedensten Unternehmen, waren einfach nicht adäquat. Das muss man schon sagen. Es ist selbst, glaube ich, für jeden von uns so gewesen, man hat eigentlich sehr, sehr seltsame Sachen gehört und eine klare Ansage, auch eine längerfristige Ausblick hat gefehlt. Ihrer Meinung nach, was müssen die Medien machen, um ein Bewusstsein zu schaffen für dieses Thema? Man muss sehen, dass es eben mehrere Themen sind, die tatsächlich unterschiedlich sind, wenn Sie sagen, Sie möchten Biokraftstoffe in Europa haben oder Biokraftstoffe in einem Land, nehmen wir mal an wie China, wo sie wenig Möglichkeiten haben, Alternativen zu haben, dann sind das tatsächlich unterschiedliche Dinge. In Europa können wir uns das leisten, Autos mit Strom zu betreiben, wenn wir Windkraftwerke bauen, in der Nordsee zum Beispiel. Wenn Sie ein Flugzeug fliegen, dann ist das schon sehr viel schwieriger. Also es hängt ein bisschen davon ab. Und zum Dritten, wie gesagt, grundsätzlich sollten wir sehen, dass es Entwicklungschancen gibt für Länder, die sonst nicht viele Entwicklungschancen haben, die im Bereich Bioenergie liegen. Und warum sollten wir die nicht mitnutzen, nicht auch mithelfen, die zu nutzen? Das ist eine wichtige Aufgabe der Medien, diese Vielfältigkeit, die nicht notwendigerweise Komplexität, sondern diese Vielfalt darzustellen und auf die Chancen hinzuweisen und nicht nur auf die Risiken. Die Chancen sind eben auch wichtig.